Guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Exit. Immer noch dabei ist der Franz, der Simon und auch noch der Stargast Dennis. Guten Tag. Ja, für diejenigen, die sich fragen, warum hier so eine Ecke fehlt, ganz einfach, es wurde eben vom Creeper weggesprengt, als ich noch auf dem Server war und der auf einer Spinne saß, was ich schon richtig assi fand, und hat einfach mal die Hälfte der Ecke hier mitgenommen. Deswegen muss ich ganz schnell nachbauen. Ups, dürfte aber kein Problem sein. Haben wir alles nur wieder repariert. Oder auch nicht. Oh, deswegen hasse ich Creeper. Wir hassen doch alle Jeder Creeper. hat hasst Creeper. Wir werden nie Freunde mit denen. Die sollen uns einfach in Ruhe lassen. Aber wie gesagt, geht ganz schnell. Da wir die Folge direkt hintereinander aufnehmen und wir gerade so in der Action waren, ist der Simon auch immer noch auf Jagd nach Ich Hexenkristallessenzen habe Lava. und wir, Nein! ja, Nein! er hat Lava. Scheiße, ich habe gerade einen Lava-Eimer in die Lava geworfen, weil mein Inventar voll war. Nein! Fail! Er hatte Lava! Lava. Nein, ich habe ja noch drei Eimer. Ach Mann, das ist schon wieder Fail. Dafür, siehst du, dafür brauchst du Magnetismus auf der Rüstung. Dafür, genau dafür. Brauchst du alles Kacke. Die Erde klatscht. Schnell raus hier aus dieser brennenden Gluthölle, ey. Hierhin Wie viele Necronomicon-Pages braucht man für das Buch? Drei. Cool, dann können wir das jetzt craften. Ich habe jetzt die dritte gefunden in so einem Echt? Vanilla-Dschungel. Wieso findet ihr die immer? Ich habe noch keine gefunden. Ich habe schon mehrere hundert Stunden Singleplayer. Weil wir es Ja, können. wahrscheinlich. Oh. Lutauge, sage Ja. ich nur. Ihr seid die Looter, dann Zwei. solltet ihr vielleicht nur Ausschau halten, weil das Einzige, was ich wahrscheinlich finden werde, sind ja, Bücherregale, Bücherregale, Eimer, Bücherregale, Eimer. Eimer, ein Smaragd, oh, wertvollster Drop des Tages. Oh, gleich bei dir. So, bauen wir hier noch das Bußwort. Ja, in der letzten Folge hat Dennis hier erfolgreiche Marketing-Werbung gemacht für Playmobil. Was kann Dennis uns jetzt heute denn so Schönes erzählen? Hat Dennis vielleicht ein Thema, das wir besprechen können? Ich hab gerade ehrlich gesagt keins zur Hand, weil, ja. Weil du am Bauen bist. Nee, einfach weil der Tag zu geil war. Ja, ein Thema. Moment. Er braucht immer ein bisschen länger, müsst ihr wissen. Ich habe das Gefühl, meine Tastatur steht auch wieder zu nah am Mikro, deswegen nehme ich die mal ein bisschen weiter weg. Nitro Creeper. Was will ich hier? Ich wollte zum Schafsgehege. Für die, die sich fragen, warum ich keinen Feuerschaden kriege, das liegt an diesem Diamond Giant Sword, das ich mir extra vorher gebastelt habe. Weil es gibt nichts Ja. penetranteres mit zwei Herzen. Ich penetriere dich. Ja, nee, mit zwei Herzen zu flüchten und du bist am Brennen und dann läufst du einfach nur und du kannst nichts dagegen tun. Und du verbrennst zu Tode, bis du tot bist. Tot bist. Und für kurz für alle, das Ender, ach, das braucht das Ender Scheinswort verändert, wenn du es in der Hand hast, dass du Giftschaden bekommst, bist vergiftet, aber du bekommst keinen Damage dadurch. Und das Diamond Scheinswort verhindert, wie Franz sagte, dass du keinen Feuerschaden bekommst. Du kriegst zwar Schaden, aber es macht keinen Schaden. Also die Animation kommt zwar, aber. Ja, genau. Du bekommst halt einfach keinen Schaden. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen wollte ursprünglich. Oh. Und mit der Skellrüssi kannst du sogar in Lava schwimmen, von Ja, daher. sounds very interesting. Ja, ich weiß. Oh, die ganzen Schafe, ne? Ja, die bringen es aber wenigstens. Ja. Die bringen es im Gegensatz zu Aber dir. gehen einem auf die Nerven auf Dauer. Schafe sind halt schon cool. Mist. Hint, hint. Mann, sind nur schwarze Schafe Ich hier. habe in so einem Villager-Dorf irgendwie sowas Schwarzes, von so einem schwarzen, aber das scheint keine Schmelzgrube zu sein. Nicht? Es könnte aber sein, weil
in kann man manchen Schwerter reintun oder so und diese Schmelzdinger, ja, da kannst du alles reintun. Ich tue jetzt mal bei mir okay, Wasser. Soll ich die mal mitnehmen? Teile kannst du gerne mitnehmen, wenn du willst, aber wir haben hier eine funktionierende Schmelze an sich. Es dauert auch ziemlich lange, die abzureißen. Die hat einen ziemlich hohen Widerstand. Okay, ja. So. Geht. Ich finde mir, also mir persönlich dauert es zu lange. So, ich baue jetzt mal ein paar Rucksäcke, ein paar wichtige. Richtig? Und? Ja, alle. Wo okay. Haben wir noch ein bisschen Leder? Dankeschön. Irgendwo in den Kisten. Hier ist ein bisschen Leder, das könnte aber ein bisschen wenig sein. So, bauen wir jetzt die dritte und letzte Etage des Hauses von außen. Und dann wird es halt nur noch alles so ein bisschen verschönert, dass es auch gut aussieht. Mal aussortieren. Auch wenn ich nicht schön bauen kann, von daher. Und das nächste, was das Sinnvollste wäre, ist, glaube ich, ein Lagerhaus. Ja. Würde ich unterstützen, den Vorschlag. Würde, glaube ich, so ziemlich jeder hier unterstützen, diesen Vorschlag. Oder Dennis, was sagst du dazu? Wie bitte? Ein Lagerhaus, ist das angebracht? Ja, durchaus, durchaus. Gewiss. Hast du schon mal unsere Hexit-Kisten gesehen? Ja. Wunderschön, ne? Diese Ordnung, ne? Diese Vollkommenheit, ja. Ich bin manchmal selbst überrascht von mir. Mhm. Natürlich, natürlich. Ging das so? Man entdeckt sich halt auch jeden Tag neu, ne? Ich meine. Ging so. Ja. Ups. Der Knappsack. Ui. Ja, der ist wirklich so. Knappsack. So, holen wir uns mal hier noch ein bisschen Wolle, die nachproduziert haben. Rüsten wir gleich mal aus, da gehört hier den Slot und dann, voila, schaltet sich hier der Rucksack frei. Und in diesen Rucksack kann man andere Rucksäcke reintun, also Rucksackception. Das Wort. Backpack, Rucksack, Backpack. Hallo! Bang! Ich finde ja, ich steigere dieses Let's Play einfach schon an Qualität mit meiner Anwesenheit alleine, ne? Also ich finde. Ja, du sowieso der. Und der muss jetzt, pass auf, der muss jetzt, wenn du hier auf diese Ausrüstungsdings gehst, in obere rechten rein, weißt du? Ja. Okay. Jo, ich weiß. Ich bin der Exit Noob. So, haben wir wieder ein bisschen Wolle fürs Haus. Toll, jetzt bekomme ich in WhatsApp ein Audio. Der Tag ist endet und kann die ja nicht abspielen wegen der Aufnahme jetzt. Ich habe dir das gesendet gerade, wie ich singe, auf jeden Fall. Nee, es ist auf jeden Fall eine weibliche Stimme. Oh. Oho. What's going on there? Franz, brauchst du meine goldene Feder noch? Nein. Gut, weil ich habe Angst, dass ich gleich wieder irgendwo vom Hund runterfalle. Wo bist du? Bei meinem Haus. Ich laufe gerade wieder zurück, um dir entgegenzukommen. Irgendwie da. Ich sehe dich auch. Komm zu mir. Das wär's Schatz, jetzt so. Komm mal, das wär's jetzt so in Slow Motion. Warte. Ich wäre hier so lang gegangen, ne? Und danke. So, und wir schmelzen jetzt ein wenig Stahl und bauen uns ein paar Terraforming-Werkzeuge. Ja, ich nenne die Dinger so. Weil die geil sind. Krass. Ja, und wir sollen auf jeden Fall das Feld ist schon ein höher, ne? Also so, dass es später nee, passt ist es noch von nicht. Der das Höhe. Müssten wir dann wieder abreißen. Okay. Ein Denkfehler meinerseits gewesen. Oder weil ich besser gesagt noch nicht wusste, was ihr so richtig vorhabt. Jetzt weiß ich es, jetzt ist es okay. Ja, der Dennis weiß auch noch nicht so wirklich, was wir vorhaben, glaube ich. Nee. Ihr wollt Feen-Stadt bauen. Genau, das auch, aber so halt thematisch ein bisschen Chinatown, Oldschool bleiben.
Und ja, wir sind halt auf so einer Art Wasteland, also wo wirklich nur so grau ist, haben wir uns gedacht, verschönern wir das mal, indem wir da ein bisschen Erde drauf klatschen, und dieses bisschen ist schon recht viel Erde. Ja, Musst du wissen. interessant. So, da hinten sehe ich noch ein Schiff, wo ich Wolle klauen kann. Und Machen ich. wir auch ganz schnell. Eisenbeschaffungsmaßnahmen hier. Die Nahrungskiste brauche ich nicht gucken. Boah. Bottle ich. So, klatschen wir hier noch ein bisschen Wolle. Können wir ja auch für den Mauerbau gebrauchen. Deswegen räume ich mal kurz die ganzen Schiffe hier Wolle ab, die noch Hast du sind. deine Schere eigentlich Also, verzaubert? Die nö. kannst du kostenlos verzaubern. Okay, das ist gut zu Mit wissen. Unbreaking und Effizienz, da geht das richtig schnell. Nice. Wenn es zu schnell geht, ist auch wieder blöd. Dann kannst du nicht sehen, was du schneidest. Ist vollkommen Bockwurst. Du musst halt nur ungefähr in die Richtung ne? Brrt. Aber so schnell geht's nicht. Ich habe Angst, dass ich gleich hier wieder irgendwo runterfalle, aber jetzt habe ich hier meine goldene Feder. Bei diesen Teilen, die man eben in einem Villager-Dorf findet, ne, da bringst du dann auch nur die besseren, also zum Beispiel Obsidian oder so. Ja, für die Schmiede kann man auch diese speziellen Werkbänke, die man im Villager-Dorf findet, benutzen oder nicht? Welche speziellen Werkbänke? Du meinst hier solche Sachen wie Toolforge und so? Hier diese Schablonenkiste und alles. Ja, die Ja, meinte das habe ich. ich alles schon hier gebaut. Brauchen wir alles nicht mehr. Aber ja, damit hängt das zusammen auf jeden Fall. Da drauf, Franz. Er kennt Ja. sich in Sachen Schmieden aus. Ja, gut, dass du So. das machst. Ja, dann muss ich nämlich darum. Genau. Ach so. Ich habe damit gar nicht erst angefangen, weil ich mich So, da so schwer ist eh. das gar nicht. So. Ja, nö. Toolforge wollte ich noch bauen, aber ich habe gerade das Rezept nicht im Kopf. Ja, ich arm sich. Aha, gut. Warte mal, was war Schäm das? dich, Ja, Franz. ich schäme mich später. Okay. Ach, mein Handy, ne, ich schmeiß es gleich aus dem Fenster. Toolstation, alles klar. So, machen wir es hier kurz hoch und klatschen die restliche Wolle da ab. Ich habe Piratenschiff gefunden, also da ist auch wirklich eine Totenkopf. Ja, habe ich auch schon öfters gefunden, solche Schiffe. Aber durfte ich ja nicht machen. Guck mal, Dennis, die verbieten einem Looter, ein Piratenschiff zu machen. Krass, ne? Ahren. Poolstation. Ui, 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 ui. Was ist los, Ja, ich Dennis? merke gerade, Was ist? dass mir ein schwerwiegender Fehler unterlaufen ist. Dün, 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 dün. Ich muss jetzt Wobei. erstmal ein Support-Ticket schreiben, sofort. Schon wieder. Aber sowas von So. sofort. Plopp. So. Und da haben wir es. Ich hoffe. So. So, Simon, deinen Rucksack lege ich dir auch mal mit in die Kiste rein. Okay. Ganz schnell hier noch die Wolle abklatschen. Bräuchte mal ein Das Enderman, damit heißt, ich mir hier eine Perle sammeln kann für eine Duchtrolle. ansonsten such kurz irgendwo einfach einen Turm. Boah, bin ich froh, dass ich jetzt eine Feder dabei hatte. Sonst wäre ich wieder tot gewesen. Auch so leicht immer Ach, Jolo. runterfällst. Ja, echt. Ja, ich kann's halt. Bodenaffinität, Wenn man Anziehungskraft. Ich werde gerade gefragt, ob ich den Scheiß mit den Let's Plays immer noch mache. Ja, tue ich. Vielen Dank für dein Verständnis.
Ist so, ohne Scheiß, ne? Geh dich erhängen. Nein. Aber genau, wie seht ihr eigentlich die Let's Plays? Auch als Scheiß oder einfach so just for fun? Also, wirklich so. Wir machen das auch Spaß. Weil es uns Spaß macht. Natürlich. So. Außer dem Markus, dem macht's keinen Spaß. Ja, nicht mehr. Ich glaube, der hat auch nie wirklich Spaß dran gehabt, aber. Ah. Ja. Okay, wo wir noch zu zweit waren, da ging es ja. Kam es ja noch so rüber. Keine Ahnung, hat das Gefühl, mit desto mehr dazu kam, desto mehr dachte er, ach, jetzt kann ich schön und muss nichts mehr machen. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Oh! Naja. Miniaturherz gedroppt. Schön. Sehr schön. Brauchen wir auch noch 30 Stück von, ne? Ja. Was habe ich hier noch? Ja, wunderbar. Die habe ich auch noch dabei. Huch. Da war ein Herz. Der Dennis ist jetzt ruhig geworden, weil er ein Ticket schreiben muss. Muss ich konzentrieren. Beides? Franz, mit der Schmelze kannst du auch eine Säge machen, ne? Säge? Ja, eine Säge kann man auch machen. Nee, die Säge, diese komische Knochensäge meinst du? Nee, ja, die kannst du dir craften, aber... Wie denn? Ich glaube 4 Eisen und 2 Diamanten, aber ich habe den Sinn von diesem Gerät noch nicht entdeckt. Wie heißt die Hexer. Denn? Hexer. Hexsäge heißt. Nee, Hacksäge oder glaube ich so. Also nicht mit E, sondern mit A. H-A. Ja, gibt's nur 3 Seiten. Nö, irgendwie finde ich hier nicht. Hexer. 7451. Ja, H-A-C-K-S-A-W. Ah, okay. Hexer. Okay. Ja, 4 Eisen sehr schön. Und 2 Diamanten. Mach ich mir dann gleich ganz schnell eine. Aus. Jetzt nehmen wir erstmal die fetten Teile. Lass du mir 4 Eisen bitte kurz übrig, dass ich... 4 Eisen? Ist genug übrig, ja. Hey. Kommt der hier angeflogen und zieht hier gleich die ganzen Viecher aggro. Rot. Eisen. Ach, hat es ja da hinten eine Schmelze reingetan, alles, ja, hier. Ne? In der linken. Das ganze Eisengelumpsch. Zack. Durch, perfekt. Merci. Bitte, Dankeschön. Danke. Jetzt sind noch Diamanten. Schnauze, Katze, ey. Oh, Nein, fail. Shit. Wer hat die Katze nochmal gezählt? Ich will es auch behalten. Du kannst sie ja in meine, in mein Haus locken, dann stört sie da nicht. Da, Diamanten. Ach, ich bin eh immer bei meinem Haus mittlerweile, so ein bisschen. Und jetzt werden sich einige fragen, Franz sollte doch diese Folge Tactical Essenzen farmen. Ja, macht er dann nächste Folge, weil wir jetzt am Stück aufnehmen. Außerdem bin ich zu weit weg. Ja. Eben. Wenn das so weitergeht, dann tauche ich irgendwann bei Team Blau auf. Aus denen ihre ganzen Essenzen weg, hahaha. Ja, genau. Den brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir noch. Das nicht zu ernst nehmen, hinterher glauben das noch welche, dass sie da wirklich was brauchen. Ja. Nur so in der Gegend umschauen. Wie nutzt man diese Hawksaw denn? Keine Ahnung, was man mit dem Gerät macht. Man muss auf jeden Mysterium. Man kann diese diese Pfähle draus bauen, dass du so einzelne was soll ich sagen, ja. Du weißt ja, wo wir auf dem Offline-Server die diesen Zombie-Kopf und den Skeleton-Kopf drauf haben, ne? Ja. Das kannst du daraus machen, aber wie halt. Keine Ahnung. Genau.
Wer hat die denn gemacht? Ich hab da einfach Zäune genommen, hab die da hingestellt. Ach so. Wir haben fast keine Diamanten mehr, ich muss nochmal Diamanten suchen gehen. Diamanten suchen in Hexit, sehr witzig, Diamanten einsammeln in Hexit. Naja, wenn ihr wisst, wie man diese Teile benutzt, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Und der ist auch zu faul zum Wikipedian. Ja, nicht in der Aufnahme jetzt. Ach, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ach, YOLO. Ja. Oh, ich hab gut, wenn euch die Folge... Dungeon gefunden. Ja, dann macht ihr noch... den darfst du noch machen und dann kann ich hier nämlich auch noch kurz zu Ende bauen. Jetzt überziehen wir auch zwar wieder, aber die anderen überziehen auch dauerhaft. Von daher, YOLO. Wie wär's denn mit dem Anheben der Folgenlänge? Ja, denke ich auch, wäre sinnvoller. Es ist halt das Problem, dass die Zuschauer auch keine Stunde lang zugucken wollen, jetzt mal als Extrembeispiel. Ne? Ja, wird dann irgendwann langweilig. Genau. Nein. Der verbaut. Oh, ich bin aber heute auch unkonzentriert, ey. Ja, ich auch. Der Dennis lenkt mich. Jo. Ab. Ah, selbstverständlich. Dennis ist schuld. Oh, ein Amboss. Bring mit Eisen, Eisen. Wenn du ein Hexikill Diamond findest oder zwei, dann hast du uns 8 Hexikill Essenzen gespart und somit haben wir dann genug. Und du musst das Zeug auch nach Hause bringen. Hm. Gib mir doch mal Aufgaben, die meiner würdig sind. Nee. Na, wenn ich sterbe, dann höchstens durch den Golem von unten, aber... Glaube ich nicht. Der ist eigentlich auch schwach. Kommt genug, drauf an. So, dass ja, aber wenn er ein Sonderboss ist, mit 600 Life, Vita, Alchemist, Poisonous und sonst sowas. Das war ja mein allererster Golem-Boss. War gleich so ein Sondervieh mit 600 Life. Da hatte ich dann noch richtig Bock, weiter Hexen zu zocken. Aber man muss sagen, Hexen macht fetzt einfach immer Spaß. Noch, ja. Außer wenn man sich wie ich hier dreimal verschmelzt. Schmilzt? Ja, verschmilzt. Das gehört dazu. Ja. So. Die Früchte meiner langen Arbeit, so rum. Noch Loot und XP ein bisschen rum. Und Franz, wenn du Level brauchst, um zu verzaubern von deiner Rüssi, dann nimm dir die XP-Fläschchen aus den Kisten. Ja, ich bin fast Level 26 und so viel kann man ja nicht. So, das Ding hat jetzt knapp 10.000 Life, Mining Speed 12 und ist einfach nur die geilste Schaufel, die du jemals in der Hand haben wirst. Spring von Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Genau, Dennis. Jo, läuft. Spring von Level zu Level zu Level. Dennis spielt ab sofort übrigens auch professioneller Stalker. Schaut bei ihm mal vorbei. Was? Was? Hey! Hey, get out of my house! Simon, wie weit bist du mit dem Dungeon? In der Arbeit. Also, ich schaff's nicht in dieser Folge. Dann hängen wir, glaube ich, noch eine dran. Ja, hängen wir noch eine dran. Eiskalt. Ja, hängen wir noch eine dran, dann habe ich auch wieder erstmal ein paar Tage Ruhe. Gut, dann, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es nicht getan habt, könnt ihr auch ein Abo da lassen, somit seid ihr auf dem neuesten Stand, wenn ein Video hochgeladen wurde. Bei mir sowie bei dem Franz. Ansonsten, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.